seht mal, wie nah wir schon am Tempel des Wasserpergamenton sind. Wir werden im Handumdrehen da sein. Nur noch ein kleines Stückchen. Kein Problem. Oder, Bobby? Hä? Wo ist Bobby? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Hier auf Katze. Oh, hey, das muss eine der Luftschlangen sein, von denen ihr beiden gesprochen habt. Die scheint nach links zu führen. Ich gehe mal nachsehen. Bami, sei vorsichtig, nicht fallen. Bitte nenn mich nicht Bami. Ich heiße ganz einfach Bob Omp. Keine Sorge, jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich werde mich nie wieder mit deinem Namen vertun, Bobby. Na super, also Olivia nennt unseren lieben Freund Bob Omp ab sofort also Bobby. Okay, dann nenne ich ihn auch so, der liebe Bobby. Ja, entschuldigt bitte diese kleinen Hänger hier im Spiel gerade, beziehungsweise in diesem Video. Aber jetzt läuft hier alles wieder ruckelfrei. Und wir können jetzt die Gegend erkunden. Meine Lieben, hier kommt ein Hinweis, wenn euch Paper Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Denn so verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden und lustigen Abenteuer mehr von unserem kleinen Papierklempner. Ich glaube, die Reise wird noch sehr, sehr spannend werden. Und sehr lustig vor allem. Vor allem mit Olivia im Gepäck. Du hast mich gerettet, danke, tschüss. Okay, tschüss, mein lieber Toad. Immer wieder schön, die ganzen Toads zu retten, die dann aber nicht unbedingt viel erzählen, sondern dann direkt flüchten. So, bei mir klingelt es die ganze Zeit, als würde es hier etwas geben, aber ich sehe hier nichts. Laufen wir hier mal wieder raus. So, mal sehen, was wir hier so Schönes haben. Da unten sehe ich schon Gegner. Aber ich glaube, ich sollte mal gucken, was unser lieber Bobby macht. Der ist ja da runtergesprungen. Ist es wirklich in Ordnung, Bobby allein losziehen zu lassen? Nein, Olivia, du hast recht. Wir müssen gucken, wie es Bobby geht. Hey, Bobby, wo bist du? Bobby! Bobby! Oh, da ist er ja. Du, Uncle M, sieh dir das mal an. Was? Eine Sackgasse? Wie sollen wir denn jetzt der Luftschlange folgen? Doofe, doofe Sackgasse. Menno! Diese Felsen sind zu groß, um drüber zu springen. Sogar für jemanden wie dich, Onkel M. Wenn der Weg hier versperrt ist, könnten wir ja mal den Berg dort erkunden, oder? Bobby, das ist eine gute Idee. Und diesmal lauf bitte nicht weg, denn wir wollen, dass du mitkommst. Oh, Entschuldigung. So. Ist es nicht cool, dass wir eine Bombe als Freund haben? Komm mit, Bobby. Oh, Moment, Teppichtörtchen, hier geht's ja gar nicht weiter. Wir müssen hier dem Pfad folgen, aber das sind schon Stachis. Oh, wer ist denn da? Vielleicht noch jemand, der uns auf unserer Reise begleiten will? Huhu, Stachelkopf, hast du Lust, mit uns zusammen neue Erinnerungen zu sammeln? Bobby, stopp! Vorsicht, das sind Fallschergen und die sind ganz gefährlich. Der Kleine da, echt? Naja, mit all den Stacheln sieht er schon ein klein bisschen gefährlich aus. Na gut, dann halte ich mich lieber von diesen Faltgestalten fern. Oh, aber Bobby ist echt toll, oder? Weil Bobby denkt nichts Böses, sondern möchte erstmal die Gegner als Freunde nehmen. Das finde ich toll, nicht voreingenommen zu sein. Also von Bobby kann man sich ein bisschen was abschneiden. Ordne die Gegner an. Okay, dann wollen wir doch mal gucken, dass das hier alles Hand und Fuß hat. Und wir die Gegner so anordnen, dass wir direkt den maximalen Schaden ausrichten können. Ja, das hat nicht ganz gereicht, ich weiß. Ich habe mich da nicht ganz so klug angestellt. So, und Bobby ist jetzt auch im Kampf, schaut mal. Aber Bobby sitzt nur gelangweilt da. Bobby, magst du mir helfen oder magst du nur zugucken? Ich bin mir ja nicht sicher, aber es sieht so aus, als würde Bobby nur zugucken wollen. Na gut. Wenn das so ist. Oh, Bodycheck von Bobby. Wow, Bobby kann 20 Kraftpunkte abziehen.
Und er ist jetzt irgendwie im Geschehen dabei, also im Kampf dabei. Er sieht zumindest etwas aufmerksamer aus. So, Achtung, Bobby. Ich versuche uns zu schützen, so gut es geht. So. Und jetzt schläft Bobby. Na toll. Okay, kein Problem. Ich versuche das so weit wie möglich alleine zu regeln, wenn es mir gelingt. Perfekt. Angriffskraft ordentlich angeordnet. Und jetzt kann es so richtig losgehen. So. Perfekt. So habe ich das gern. Und jetzt nochmal Hammer-Action. Sehr gut. 150 Münzen. Aber es geht ja noch ein bisschen weiter hier. So, Pilz gefunden. Sehr, sehr gut. Der nächste Gegner wartet auf uns. Und vor allem besonders toll finde ich, dass uns Bobby jetzt ab und zu mal hilft. Der liebe Bob-Omb. Eine kleine Papierbombe. Na, wenn das mal keine Knalltüte ist, dann weiß ich auch nicht. So. Schön anordnen. Ja, diesmal habe ich es endlich mal wieder raus nach langer Zeit. Toll angeordnet. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke für das Lob. Mario, dann zeig mal, was du auf dem Kasten hast. Und halte die Stachis auf. So, ein sehr guter Schlag. Und Achtung, Stachelgegner. Ihr wisst ja, hier nutzen wir besser mal die Eisenstiefel. 1, 2, 3 und 4. Sehr klasse. Und es gibt sogar noch einen Schlachtboni. So. Vorsicht, da kommen noch mehr Gegner. Also hier sind auf jeden Fall viel mehr Gegner als auf dem Picknickpfad oder auf dem Panoramaberg. Hier auf der Herbsthöhe geht es ordentlich zur Sache, aber wem erzähle ich das? Ihr seht es ja selbst. So, die nächste Gegnerschar. Man kann sich eigentlich eines merken. Versucht immer, die Gegner in Paare anzuordnen. Dann sollte das gar nicht so schwer sein. Schaut mal. Wir haben Paragumbas als Paare, die normalen Koopas und natürlich auch die Stachelgegner. So. Passt ja schon mal sehr gut. Und das Ganze machen wir jetzt hier mit dem Stiefel. Das sollte eigentlich auch bei dem ersten Schlag schon ausreichen. Na, okay, vielleicht doch nicht. Die Goombas, die halten ein bisschen mehr aus, als ich dachte. Aber ich hau jetzt mal mit dem Hammer. Oder nee, wir kümmern uns doch lieber um die Goombas. Die Goombas können vielleicht stärker sein, da sie wütend sind. Das sieht man ja immer an diesen Zeichen. Und einen wütenden Gegner sollte man lieber vorher noch besiegen. Bevor es dann brenzlig wird. Oh, oh, was? Das war ein ziemlich starker Angriff. Boah, ihr fiesen Stachelgegner, das gibt's doch nicht. Na gut. Wir müssen Gas geben, wir kriegen das hin. Wir dürfen nur nicht aufgeben. So, volle Kraft voraus. Woohoo! So, 307 Münzen gibt es für uns. Sehr schön. Da bin ich ja mal richtig stolz auf uns. Und noch ein Stachelgegner. Ja, aber danach haben wir es geschafft. Wir müssen hier auf der Herbsthöhe ein bisschen aufräumen, was Gegner angeht. Aber das ist schon okay. Das gehört dazu. Sagen wir mal so. So. Okay, die schlafen da, aber das trifft sich gut. Dann kann ich die relativ einfach anordnen, denke ich, hoffe ich. Ja, doch. Ich muss die einfach nach... Moment. Nee, oder? Okay, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Bestimmt ist es total einfach und ich sehe es gerade nicht. So, nee, Quatsch. So macht das auf jeden Fall gar keinen Sinn. Ach so, ja, natürlich. Och, Mensch. Oh, Teppichtörtchen, Katze, was ist denn los mit dir? Jetzt muss ich ja mal selbst auf mich böse sein. Das gibt's doch nicht. Naja, gut, passiert. Ihr habt es vielleicht schon lange gesehen und ich habe noch geschaut, wie ich das richtig anordnen muss. Ihr seid einfach spitzenmäßig, ihr seid katztastisch. Während ich dagegen einfach nur, wie soll ich sagen, Teppichtörtchen bin. Aber es gelingt nicht immer alles auf Anhieb. Und das ist vollkommen okay. Das dürfen wir nie vergessen. Es kann und muss nicht immer alles perfekt laufen. So. Ui,
Was ist denn hier los? Alles ausgetrocknet? Na sowas. Hallo ihr Fischis. Diese Bergfische leben anscheinend an Land und verbringen ihr Leben damit, zwischen den Felsen hin und her zu floppen. Interessant. Ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, aber irgendwie klingt das nicht richtig. Brauchen die meisten Fische nicht Wasser? Ja, Bobby, du hast schon recht. Ich weiß nicht, warum Olivia denkt, dass die Fische hier ohne Wasser leben. Ich liebe einfach die Dialoge. Ich liebe die Texte, die Olivia sagt. Das macht das ganze Spiel noch sympathischer, noch lustiger, noch pfiffiger. Was denn? Ein Boot? Hier oben? Ah, Bobby, du Ärmster. Ich bin keine Abenteuerexpertin, aber mit Booten kenne ich mich aus. Die schwimmen. Weil das hier nur rumsteht, ist es also kein Boot. Als du dein Gedächtnis verloren hast, musst du auch deine Fähigkeit zum logischen Denken verloren haben. Ich weiß schon, was ein Boot ist, Tantchen. Und wenn es hier ein Boot gibt, dann muss das hier ein See sein. Und wenn das stimmt, dann ist der See... ausgetrocknet! Wow, das ist ja unglaublich. Hier ist also ein See. Hey, warte mal, ist das nicht gefährlich? Wir könnten nass werden. Schnell, wir müssen hier weg, bevor unsere Farben verlaufen. Dieser See sieht ausgetrocknet aus. Also sollten wir hier sicher sein. Aber wenn es hier Wasser gäbe, könnten wir mit dem Boot fahren. Und dann könnten wir glatt über die Felsen der Sackgasse hinwegfahren und der blauen Luftschlange folgen. Dann müssen wir also nur den See wieder fluten? Also, ich weiß echt nicht, wie ich da helfen könnte. Wo sollen wir überhaupt anfangen? Das ist eine gute Frage. Wir schauen uns einfach ein wenig um. Oh, da ist ein Cheep Cheep. Allerdings ein Origami-Cheep Cheep. Die haben es bekanntlich faustdick hinter den Ohren. Oh, das ist ja echt ein großer Fischverein hier. Da sind mir die Fische, Achtung, ins Netz gegangen. Gut, fangen wir die Fische. So, erstmal irgendwie sinnvoll anordnen. Das sieht doch gut aus. Und jetzt schnappen wir uns die lieben Fischchen. 1, 2, 3 und 4. Und die halten zum Glück nicht so viel aus. Das bedeutet, dass ich diesen Kampf eigentlich ziemlich schnell und einfach schaffen sollte. So, hier gibt es nochmal Hammer-Action. Bitteschön. Und ihr bekommt natürlich auch einen saftigen Hammer von mir spendiert. Bitteschön, ihr kleinen süßen Cheep-Cheeps. So, 344 Münzen. Das ist super toll. Aber wo geht es jetzt hier an dieser Stelle weiter? Wir schauen mal da unten weiter. So, ein Paragumba. Oh ja, die sind auch immer ziemlich fies unterwegs. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Und lassen uns natürlich nicht unterkriegen. Vor allem ist es ein großer Haufen verschiedener Gegner. Ja, nicht ganz. Paragumbas und Koopas. Mit ihren grünen Schildkrötenpanzern. Na gut. Dann wollen wir denen auch mal zeigen, wer hier der Boss im Ring ist. Nämlich Mario und Bobby. Oder Bob-Omb, wie auch immer. So, schaut mal. Jetzt haben wir drei Blöcke gestaltet und können jeden Block mit dem Hammer angehen. Ich bin mal gespannt, ob ich die Paragumbas direkt besiege. Sieht aber gut aus. Ja, perfekt. Ich dachte schon, die halten so viel aus, dass ich da keine Chance habe. Aber dem ist wohl nicht so. Umso besser. So, Vorsicht. Dim, 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 dim. Jetzt gibt es hier nochmal schön mit dem Hammer von Mario und wir kriegen 396 Münzen. Das ist echt eine sehr, sehr große Menge an Münzen. Klasse. Da oben ist eine Kiste. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwie, die Kiste zu erreichen. Zumindest würde mich das sehr freuen, wenn ich das hinbekomme. Und ansonsten muss ich mich jetzt hier weiter nach vorne stürzen. So. Was ist denn hier? Wer bist du denn? Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich für einen Job bei der Flusstour zu bewerben.
aber dann ging das leider in die Dose. Der Bootsführer hier muss echt auf Thunfisch stehen. Man bekommt wohl Appetit, wenn man mit nur einem Ruder paddelt. Was bist du für ein Äffchen? Ach, was für ein süßer kleiner Kerl. Hallo Äffchen. Hä? Ich glaube, der ist etwas schüchtern. Kommt der Affe nochmal oder ist er jetzt weg? Das sind eine ganze Menge Konservendosen. In etwa ein ganzer Jahresvorrat. Mal sehen, da steht... Hixifinut. Komisch, die Buchstaben sind verkehrt herum und stehen auf dem Kopf. Oh, Moment. Wenn man die Dose umdreht, ergibt alles Sinn. Thunfisch also. Ja, sehr schön gemacht. Da stand die Dose einfach mal verkehrt rum. Und was steht hier? Der Bootsführer präsentiert Flusstouren zum Relaxen. Tourbeginn gleich hier. Na dann, auf geht's, würde ich sagen. Oh, Wahnsinn! Hä, Bobby, was ist denn los? Kommt mal her. Wenn man irgendwo eine tolle neue Erinnerung bekommt, dann hier. Schnell! Okay, Bobby, zeig mal. Oh, wow. Tolle Aussicht, oder? Und seht euch mal das Gebäude da drüben an. Sieht ganz wie ein Tempel aus. Ich könnte wetten, dass das Wasserpergamenton an genau so einem Ort wohnt. Da hast du wohl recht, Bobby. Das sieht wirklich wie so eine Art Tempel des Wassers aus. Und von einem Tempel des Wassers fehlt nicht viel zum Wasserpergamenton. Aha, der Tempel des Wasserpergamenton. Mario, wir haben es gefunden. Das muss das Zuhause des Wasserpergamenton sein, des Gebieters über alles Fließende. Ah, ist dieses Wasserpergamenton also Experte für alles, worin man planschen kann? Dann sollten wir es besser schnell fragen, ob es den ausgetrockneten See wieder füllen kann. Ja, das ist eine gute Idee. Was steht hier? Spritzig und stilvoll. Der Tempel des Wasserpergamenton. Ja, da müssen wir irgendwie hinkommen. Die Frage ist nur, welcher Weg führt uns dorthin? Schauen wir mal hier. Oh! Huch, was ist das denn? Sieh dir mal diesen Faltkreis an. Schreite nicht förmlich. Wasserpergamenton? Mit so einem Faltkreis können wir sicher etwas gegen die Trockenheit im See unternehmen. Wir sollten dem Wasserpergamenton mal einen Besuch abstatten, Mario. Los, lass uns zu diesem Tempel gehen. In Ordnung. Dann werden wir das gleich mal machen. Ich meine, viel können wir mit dem Zeichen wahrscheinlich nicht anfangen. Pittoreske Prärie, Puschelgraspampa. Okay, die Puschelgraspampa, das klingt schon mal sehr, sehr lustig. Und ich sehe jetzt schon, das wird hohes Gras sein. Oder Heu. Vertrocknetes Gras, getrocknetes Gras, wie auch immer. Toll, so hohes Gras. So schön. Bobby, da drin können wir dich leicht aus den Augen verlieren. Also bleib in unserer Nähe und verlauf dich nicht. In Ordnung? Okay, Bobby, komm mit. Ich hoffe, Bobby verläuft sich wirklich nicht, denn Bobby ist so klein, dass ich ihn jetzt gar nicht mehr sehe. So, ich guck trotzdem mal, ob ich hier was finde. Hier ist doch irgendwas, oder? Da unten ist ein Toad. Ah ja, ich habe was gefunden, ein Geheimversteck. Hallo. Ja, mal rausgezogen. Endlich, die Rettung. Ich habe mich hier unten so einsam gefühlt. Bitte für dich, als kleines Dankeschön. Oh, das ist aber lieb. Ein KP Max plus 5 Herz. Vielen Dank, das erhöht meine Kraftpunkte. Dankeschön. Also, bleibst du noch? Nicht, dass mich das stören würde, aber... Findest du nicht auch, dass man manchmal Zeit für sich braucht? Alles gut, tut mir leid, ich wollte dich nicht stören, mein lieber Freund. So, hier geht's raus. Oh! Entschuldigung, lieber Stachelgegner. Der arme Stachi. Den habe ich jetzt versehentlich zerquetscht. Indem ich hier die ganze Wand einmal runtergeschlagen habe. Okay, Bobby. Nicht verlaufen, ja? Bleib dicht neben mir. Oh, da ist ein Shy Guy. So, den schnapp ich mir direkt mal.
Zeig mal, was du drauf hast, du kleiner Shy Guy, du Origami-Gegner. So, Bobby, bitte nicht schlafen im Kampf. Wir müssen den Kampf jetzt irgendwie meistern. Aber das ist nicht so schwer. Verschiedene Gegner sind wahrscheinlich die vier Freunde. Goomba, Paragoomba, Koopa und Shy Guy. Die vier Freunde aus der Nachbarstadt. So bezeichne ich sie jetzt mal. Okay, das war schon mal perfekt. 292 Münzen bekommen. Da haben die Gegner wohl keine Chance gehabt. So. Dann geht's mal weiter. Hier gibt's noch super viele Münzen zu entdecken. Sehe ich gerade. Gibt's hier irgendwo Toads? Ab und zu klingelt's hier. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch ein Toad rumläuft. Oh, zum Glück. Endlich hat mich jemand gefunden. Jetzt weiß ich, wie man sich als verlorener Schlüssel fühlt. Ja, kann man so sagen. Wird wahrscheinlich das gleiche Erlebnis sein. So als verlorener Schlüssel. Schade nur, dass wir einen verlorenen Schlüssel nie danach fragen können, wie sich das anfühlt. Aber trotzdem. Lustig ist es allemal. So. Aber für uns heißt es erstmal schnell weiter. Wir wollen die Gegner wieder richtig anordnen. Die Gegner aus der Nachbarstadt. Und dann hoffentlich hier präzise mit einem Sprung alle gleich besiegen. Sieht aber sehr, sehr gut aus. So, tschüssi, tschüssi, tschüssi. Okay, weiter geht's. Da vorne ist eine Art Altar oder sowas. Was das wohl sein kann, müssen wir mal überprüfen. Keine Ahnung. Was für ein klitzekleines Häuschen. Wie niedlich. Ja, das ist echt niedlich. Kleiner Wasserpergamenton-Schrein. Alle Spenden willkommen. Gerne vorher einweichen. Warum einweichen? Für unseren, Pergamenton-Freund oder wie? Wir haben es durchs hohe Gras geschafft. Ich habe das Gras die ganze Zeit durch deine Tasche hindurch gespürt. Das hat so gekitzelt. Ich musste ständig lachen. Oh, seht mal, wie nah wir schon am Tempel des Wasserpergamenton sind. Wir werden in handumdrehend da sein. Nur noch ein kleines Stückchen. Kein Problem, oder Bobby? Hä? Oh nein! Und weg ist er. Vielleicht war er wieder neugierig und ist vorausgelaufen. Ach, irgendwie ist es süß, dass er uns beweisen will, wie schnell er mit seinen kleinen Beinchen rennen kann, die er sicher irgendwo hat. Oh nein, wir haben Bobby im hohen Gras verloren. Wir müssen ihn suchen. Danke fürs Zusehen. Mehr Abenteuer, werbefrei und freundlich, findet ihr im Katzenclub. Unbedingt reinschauen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt katztastisch.